Willkommen zurück zu Minecraft Aterra. Die Konfi ist geschrieben. Ich gehe auf den Server zurück und an die Oberfläche heißt es heute die Devise. Die hier nicht vergessen. Brauche ich noch. Und ich gehe mit meinem Holz übersparsam und dann muss ich es nicht ständig Neues holen. Schmeißen wir das Stack da mal raus. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an, nach oben zu graben. Soll ich eine Treppe bauen oder mich lieber senkrecht hochbauen? Nein, ich nehme das Lapis noch mit, also zumindest Level davon. Dann habe ich nämlich jetzt Level 24 erreicht. Und ja, ich will ja anfangen zu enchanten, von daher brauche ich ja noch Level. Und da kommt mir dieses Dings hier, also das Zeug hier, gerade recht. Ich grabe mich senkrecht hoch, Leute. Wenn ein bisschen Kies kommt, runtergefallen kommt, davon werde ich ja nicht sterben. Doch wäre das wohl der epischste und peinlichste Tod, den es jemals gab. Aber das wird schon nicht passieren. So, ich hoffe, meine Spitzhacke hält überhaupt noch durch bis oben. Ich glaube nämlich nicht. Und mitten auf dem Weg was Neues craften ist auch Kacke. Aber, so wird es vielleicht sein müssen. Kohle gibt aber auch verdammt wenig XP. Aber gleich bald habe ich Level 25. Das ist auch nicht schlecht. So, oben dann schön Zuckerrohr suchen und anfangen das Inventar auszumisten. Na los, schön nach oben. Was JBeg vorhin auf den Server gekommen ist und einfach wieder gegangen ist, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, warum das gemacht hat. Aber wenn er meint, er müsste das unbedingt nachgucken. Ist ja seine Sache, ehrlich gesagt. So. Ich dürfte auch gleich oben sein. Ich werde natürlich nicht in meinen Koordinaten gucken, wo ich gerade bin, auf welcher Höhe. Das war ja, hat sich ja voll gelohnt, jetzt die Schaufel auszupacken für diesen einen Dirtblock. Und ja, meine Schaufel hält das wohl nicht bis oben durch. Das ist sehr schade. Oh, ich bin schon oben. Und es ist Nacht. Puh, das ist nicht schön. Ich werde mal hier austauschen. Ich will mein Dia-Schwert nicht verschwenden und werde mit dem Eisenschwert auf eventuelle Mobs losgehen. Es ist aber schön, wieder an der Oberfläche zu sein. Ich habe nur leider keinen blassen Schimmer, wo ich hier bin. Nein. Ich weiß doch, wo ich bin. Fuck, das ist ja mein Spawnpunkt. Hammer geil. Ey, du da. Boah, ich hab ihn angeguckt. Ich muss vorsichtig sein. Ich versteck mich unter dem Baum. Wo ist er? Ich wollte euch eine Enderperle haben, aber. Jetzt kommt er nicht. Nee, du feige Sau. Was ist denn der? Der soll ja nicht blöd rumgrunzen, der soll herkommen. Komm her, du blödes Vieh. Ja, wo ist denn du? Ist der bekifft? Zeig dich! So, wo ist die Zuckerrohr? Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, während ich hier auf die vergebliche Rückkehr des Endermans warte, mein Inventar auszumisten. Da kann ich ja hier mal anfangen, ein paar Stacks Kobbel rauszuschmeißen, weil die blockieren mir wirklich nur mein Inventar. Kies kann ich noch brauchen, um mir selber Flintstone zu machen, falls ich keinen finden sollte. Werfen wir mal 4 Kohle, ja, ist jetzt nicht wirklich das Wahre. Ich sollte mich nicht so ungeschützt begeben. Ich sollte mir vielleicht irgendwie so eine Art Schutz bauen oder so. Oder ich lasse es einfach und renne da mal lang. Immer auf der Hut, dass der Enderman mir nicht hinterher rennt. Eine Frage, beruhigen sich Endermen irgendwie unter einer Weile oder so? Oder sind die immer sauer auf einen? Ich glaube, der ist jetzt. Boah, der kam ein bisschen plötzlich angeleckt. Ich glaube, der Enderman hat sich beruhigt. Das sind Pferde, cool. Leider habe ich keinen Sattel. Na, du willst du sterben? Ja, ich spür's doch.
Komm her. Noch einer. Na du? Du kannst doch nicht. Ja. Greif mich doch nicht an. Du kannst doch nicht gleich den Kopf verlieren, Mensch. Ich darf mich auch noch treffen lassen, bin ich behindert. Hallo. Hallo. Stopp. Du auch. Na los, stopp so. Ja, danke. Ah, Gunpowder. Na cool. Stopp. Gib mir dein saftiges. Hey, ich will dein saftiges Fleisch haben. Hört ihr mir eigentlich nicht zu? Ich sag, ich will dir saftiges Fleisch haben und die rennen einfach weg. Ich werde mal Schafe schlachten. Gib mir deine Wolle. Dann kann ich schlafen. Hey, komm her! Nettes Vieh, Mann. Kein Creeper oder so in der Nähe. Werde ich mir mal schnell ein Bett craften. Und mich hier pennen legen. Wieso kann ich da nicht schlafen? Ah, gut. Und es ist Tag. Oh yeah. Am Tage kann man doch viel besser durch die Gegend rennen und Sachen suchen. Komm her. So. Ich habe schon wieder Hunger. Was ich da von solchen Sachen halte, könnt ihr euch denken. Eine Spinne. Komm her, meine. S oh, ein paar Spinnen. Ah, ich lass mich immer treffen. Nein, du kommst mit. Du greifst mich nicht an. Du nicht. Du vielleicht. Ah, nur zwei. Ach, Mann. Ich bräuchte dringend noch einen dritten Faden. Und das Fleisch hier immer schön mitnehmen. Und die Experience. Da drüben sind auch noch Dings. Wie heißen die Viecher denn hier? Kekse, wollte ich ja schon sagen. Schweine. Gebt mir auch mal euer Fleisch her. Eigentlich suche ich aber Sugarcane, Sugarrohr. Aber Essen ist natürlich auch immer wichtig. Weil ich auch schon wieder Hunger verloren habe. Dann werde ich mal weiter durch die Gegend marschieren. Ich weiß, vielleicht ist die Idee, ein Diamantenschwert zu schonen, auch ein bisschen bescheuert. Aber ich bin immer sparsam. Wo bin ich denn hier? Hier ist so eine Flachlandebene. Da würde ich mich freuen, ein bisschen. Ich glaube, da ist welches. Ist das Zuckerrohr? Ja, das ist Zuckerrohr. Na, komm her. Jetzt brauche ich nur noch Obsidian. Ein Skelett. Es gibt bestimmt ein paar Pfeilchen ab von seinen, oder? Oh, hier sind noch mehr Skelette. Hey, ihr! Pool Party! Cheater wieder geschossen hat, ey. Voll der Hacker. Boah, der hat einen Bogen gedroppt. Schmeiß weg, brauche ich nicht. Schmeiß einfach weg. Knochen, 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 Knochen. Brauche ich nötiger als verrottetes Fleisch. Jetzt habe ich hier so einen Schrottbogen. Ja, damit musst du da Angst vor mir haben. Frage, wo kriege ich Obsidian her? Oh, hey, das ist ein Sumpf. Da findet man häufig Schokarohr. Schokarohr, auch eine coole Denglisch-Mischung. Ja, Schokarohr werde ich dann mal durchsuchen. Boah, wie der Sprung wieder geklappt hat, ne? Geil. Du auch. Du kommst mit mir. Und das reicht eigentlich schon. Ich brauche ja nur ein Buch. Hä, bin ich irgendwie doof? Warum sammle ich hier so viel Zuckerrohr? Ich brauche ja nur eins. Jetzt brauche ich wieder Obsidian. Eigentlich könnte ich jetzt auch gleich wieder nach unten an die Unterfläche gehen hier. Ach, nee, da. Wollte ich noch irgendwas sammeln? Nee, ich wollte eine Höhle suchen. Da ist noch ein bisschen Zuckerrohr. Ach komm, nehmen wir es doch mit. Besser als wenn es noch jemand anders kriegt. Außerdem kann ich mir dann ja vielleicht ein paar mehr Bücher craften, dass man vielleicht auch mal auf einem höheren Level enchanten kann oder so. Aber ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Ich brauche nur Amboss, ne? Soll ich mir hier mal eine kleine Höhle bauen? Wo ich dann so kurz mal mich rein verkrieche und Sachen kochen lasse. So, du kommst da rein und dann kommen daneben dir 30 Kohleerze hin. Joa, läuft. Hier noch einen zweiten Ofen.
Packen wir eine Hälfte raus. Und da kommt Gold rein. Hier kommt eine Dia-Pickaxe. Bleiben noch 6 Dias übrig. Und ich habe so viel Cobblestone, ich kann mir auch noch einen Ofen leisten. Und ich glaube sogar noch einen zweiten. Joa, packen wir mal dahin. Nehmen wir mal hier die Hälfte raus. Und davon die Hälfte raus. Und hier von die Hälfte raus. Und hier von die Hälfte raus. Und packen es da rein. So, das geht ja schon mal deutlich schneller, als wenn ich das alles jetzt in ein oder zwei Öfen gecraftet hätte. Und an sich brauche ich auch gar nichts mehr. Ich kann einfach warten, bis das Zeug jetzt fertig ist. Weil zu tun gibt es ja ehrlich gesagt nichts. Und ein Faden fehlt mir auch noch. Und dass ich jetzt noch eine Spinne finde, ist eher unwahrscheinlich. Also es war eigentlich sogar gar nicht mal so schlau, dass ich jetzt schlafen gegangen bin. Weil ich dann gar kein ja, Spinnenviehzeug finden kann. Aber vielleicht wird ja nochmal Nacht. Ich bezweifle es aber ja. Also hier wird sicherlich irgendwann nochmal Nacht, ne? Aber dass jetzt nochmal Nacht wird, das glaube ich nicht. Weil es ist ja gerade erst Tag. Und die Sonne steht im Zenit, aber ich habe nur noch 5 Minütchen Zeit, nicht mal mehr. Ich glaube, das wird nichts. So, hier haben wir schon ein bisschen Gold, da haben wir schon ein bisschen Eisen, da haben wir schon ein bisschen Gold, da haben wir schon noch viel mehr Eisen. So, mein nächstes Ziel wird es sein, einen Amboss zu craften. Dann werde ich schon mal anfangen damit, indem ich mir Eisenblöcke mache. Hier sind wieder 7 Gold fertig, hier sind 10. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich werde diesen Baum hier fällen. Da habe ich erstmal wieder ein bisschen Holz. Und vielleicht droppt er ja ein paar Äpfel. Das wäre natürlich richtig nice, weil Goldäpfel sind auch im Kampf nicht, also nicht unverzichtbar. Bla bla bla, sind unverzichtbar. Bla bla bla. Ich laber nur Kacke. Und dich auch noch. Komm her, komm her, komm her zu mir. So, Eichenholz. So. Setzlinge brauche ich jetzt nicht, also von daher komme ich nur zurück, wenn ihr mir auch was anzubieten habt. Das ist schon alle hier. Was brauche ich denn nicht? Die Welt wurde gespeichert. Ja, wenn mein Chat übersteht, da bin ich aber kurz ein bisschen nervös. Schon wieder 3 Keys. Oh. Ich schmeiß mal 6 Bruchsteine aus dem Haus. Holen dafür uns unsere Kohle zurück. Hier ist auch Eisen fertig, Gold fertig, Eisen fertig. Habe ich schon 3 Eisenblöcke. Aber brauchen tue ich 3. Ich brauche nur ein Eisen, dann habe ich einen Amboss. So, komm her, bau den mal ab hier. Mein Inventar ist so voller Scheiße. Redstone. Brauche ich nicht. Dafür brauche ich, nehme ich euch mal die Öfen hier mit. Und die Werkbank. Ach komm, lass stehen. Das habe ich jetzt mitgenommen. Irgendwas habe ich jetzt mitgenommen. Wahrscheinlich noch einen Haufen Bruchstein oder so ein Kram. So, dann will ich mir mal eine neue Höhle suchen. Und dann nach Diamanten graben. Und auch hauptsächlich nach Obsidian. Denn. Ah, ich habe ganz vergessen, mir was zu craften, was ich noch dringend brauche. Das werde ich mir einmal schnell machen. Ja, mit Erde vor allem. Wie das wieder funktioniert heute. Wahnsinn. Bogen brauche ich im Moment eh nicht. So, jetzt aber. Und zwar werde ich mir noch einen Eimer machen. Am besten fülle ich den schon mal mit Wasser auf. Mein Bett hätte ich gerne zurück. Bergbahn, komm. Da stecken. So, ein bisschen Wasser hätten wir dann schon mal. Und ja, das sind 14 Minuten. Dann werde ich mich in diese Höhle oder in diese. Ja, okay. Entscheidung ist gefallen. Ist das überhaupt eine Höhle? Ja, sieht doch. Oh! Hallöchen. Wer geht's denn dann so? Kann ich bitte einmal sterben? Danke. Das sieht sehr nach Lava aus. Fuck it, hier ist Kobbel. Nein, hier ist schon.
Ich iss schon jemand. Weißt du was? Dem werden wir eine freudige Überraschung bereiten. Hier war jemand. Ich würde jetzt gerne weiter forschen, aber ich habe so gut wie gar keine Zeit mehr, Leute. Dafür werde ich einfach diese Fledermaus ermorden. Und dann weiß der Kerl, dass ich hier war. Oh, das ganze Eisen hier. Ich habe noch 30 Sekunden schnell, nehme das Eisen noch mit. Komm, 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 komm. Ich will nicht überziehen. Aber das Eisen hätte ich gerne noch. So, Leute. Dann baue ich mich hier ein. Und das war's mit dieser Folge Minecraft der Terra. Bis zur nächsten Folge in einer fremden Höhle.